Ich muss ja zugeben, ich war schon häufiger nicht mehr im Museum. Also wenn man mich fragt, wie oft gehst du ins Museum, müsste ich sagen... Selten. So, jetzt habe ich gesehen, ich muss deutlich häufiger wieder dahin, weil am Sonntag, da war im Louvre die Hölle los. Und zwar gab es da in Paris eine kleine Begebenheit. Es gibt da nämlich nicht nur tolle Bilder im Louvre, sondern auch Kuchen. Und das finde ich sehr, sehr gut, denn da hat tatsächlich einer das berühmteste Lächeln der Welt mit einer Sahnetorte beschmissen. Und das sah so aus. No way. So, da lächelt die Mona Lisa plötzlich gar nicht mehr so blöd. Ne? Mona Lisa mit Torte im Gesicht. Da habe ich nur gedacht, eigentlich ist doch das die ultimative Kunst. Wenn du da jetzt noch mehr Kunst, das ist ja Kunst im Quadrat. Overkunst, overkunst, wie Sophie sagen würde. Gut, weil, falls Sie jetzt wundern, warum hat der Typ mit dem Schwamm da weggewischt? Also vor dem Bild ist eine Scheibe, weil ich dachte auch zuerst, wer verewigt sich da? Nein, man kann da alles wegwischen. Uff, noch mal gut gegangen. Richtig. So. Ja. Jetzt hatte ich so viel über Bilder gesehen und dann habe ich mich daran erinnert, ein Kumpel von mir, der ist ja auch Maler. Kunst ist eins seiner größten Hobbys und das zeigt er auch ganz gerne mal auf seinem YouTube-Kanal. Und was soll ich hier weiter rumlabern? Bühne frei für Manni Ludolf. Dann natürlich ein ganz großes Hobby, was ich liebe, auch Jahrzehnte schon, fast 40 Jahre oder länger, Kunst. Ich male gerne Bilder, ich mache Skulpturen, auch Skulpturen und da hängt mein Herz sehr dran. Da muss ich kurz nachhelfen. Was für Skulpturen? Es sind Skrotkulturen. Skrotskulpturen, Entschuldigung. Es hat Skrot. Spricht hier einer Mannisch? Was? Nee, das ist, Manni sagt Skrot anstatt Schrott. Also bei ihm heißt es nicht Hot oder Schrott, sondern Hot oder Skrot. Das muss man wissen. Es gibt irgendwann den Duden. Manni Deutsch, Deutsch Manni. Hot oder Skrot. So wird das sein. So. Aber er ist ja nicht nur umsonst einer der größten Künstler. Er verkauft sogar seine Bilder. Und jeder Künstler hat auch immer einen bestimmten Ort. Und bei Manni ist das der Dachboden. Und falls Sie sich jemals gefragt haben sollten, wie sieht gepflegtes Chaos aus, hier ist der Beweis. Gucken Sie selbst. Früher habe ich ganz einfach angefangen mit Ölfarbe. Ölfarbe trocknet langsam. Das wäre mir egal gewesen. Aber das Problem, die Verdünnung, wo man verdünnt. Auch wenn die geruchlos ist, es sind Dämpfe. Und ich bin mir nicht sicher, ob das schädlich ist. Und wichtig auch bei dem Malen. Hochwertiges, zum Beispiel beim Schwarz hier gekauft, ist keine schlechte Farbe, aber dieses Schwarz ist eher ein Grau. Und dieses Schwarz, das ist richtig tiefes Schwarz. Ich brauche viele Artisilien, um ein Bild zu malen. Hier haben wir Schwamms oder Schwemms oder Schwamme. Schwamme, ja. Manni, ich liebe dich. Wie man so konsequent einen daneben liegen kann. Schwamms? Schwämse? Ah, Schwämms drüber. Jetzt aber Butter bei die Schwämme. Lehnen Sie sich zurück, schenken Sie sich ein Glas Wein ein und nehmen Sie sich ein Stück Brot. Am Anfang, noch vor ein paar Jahren, habe ich so gemalt. Ja, super. Dieses Bild hier nenne ich der Mann im Vordergrund, in Glitzer. Das ist die Gesichter, nennt sich das Bild. Dieses Bild hier nannte ich ganz einfach der weise Mann. Das Bild nenne ich einfach Tannenbaum. Immer viele schöne Tannenbaum hinter einer grünen Sache. Manchmal ist eben Kunst gewöhnungsbedürftig. Das finde ich sehr schön zusammengefasst. Das ist die beste Zusammenfassung, die ich je gehört habe. Manchmal ist Kunst eben gewöhnungsbedürftig. Ist so. Ja. Sehr gut gefallen hat mir der weiße Mann und der Mann im Vordergrund. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch... Der Mann, der Viertel nach acht erfunden hat. Kleine Malanregung, man weiß es nicht. Ich schätze mal, hätte Manni, oh, jetzt habe ich schon versprochen, weil die sich so ähnlich sehen, hätte Mona Manni Schwemms drüber. Also, die weiße Frau im Vordergrund, so würde Manni die Mona Lisa nennen. Habe ich es doch wieder hingekriegt. Mir fehlt dieser Nippel, weißt du, dass ich mich entschuldigen kann. Der war unendlich lang.
So, und weil ich doch auch immer schon mal malen wollte und Manni ja nun mal einer meiner Freunde ist und ich ihn sehr, sehr gut leiden kann, habe ich ihn darum gebeten, ob er nicht mein Meister, mein Yoda werden könnte. Ich wollte den ersten und einzigen Kunstkurs bei Manni Ludolf besuchen und was hat er gesagt? Er hat natürlich Ja gesagt. Und das sehen Sie gleich.